Wir senden hier live aus dem Trainingscamp der Blockupy Chaoten. Hier bilden wir uns gegenseitig zu Terroristen aus. Auch die Bildzeitung hat es schon erkannt. Und demaskiert uns jetzt in ganz Deutschland. Ja, wir kommen gerade von der Biennale, haben uns ein bisschen vorbereitet, gehen zur hessischen Landesvertretung, um uns zu beschweren. Die haben die Blockupy-Aktionstage verboten, was an sich schon mal ein Witz ist, was so nicht funktioniert. Das ist juristisch nicht haltbar. Wir sehen das als Provokation und wollen uns das nicht unkommentiert stehen lassen. Instead of addressing the real causes of the crisis, which are connected to the normal processes of a capitalistic economy, several states, recent Spain for example, are now being used as a scapegoat. Frankfurt. Jetzt wird klar. Mit dem Verbot der Aktionstage wird ein friedlicher Protest kriminalisiert, der sich gegen antidemokratische, neoliberale Entwicklungen in der EU richtet. Gestern waren wir noch weg und heute sind wir da. Die Blockupy-Aktionstage sind als friedlicher Protest angekündigt und geplant. Deshalb fordern wir die Stadt Frankfurt dazu auf, das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung zu achten. Lahmlegen. Der gesamte Stadt. Dafür werden sogar Trainingslager verboten. No. Yeah, Mann. Yeah, Frau. Yeah, Kind. Blockupy Frankfurt. Der steht für Chaos und Krawalle. Jetzt wird klar, wie schlimm es nächste Woche werden kann. 4 Tage Randale, so die Planung der Chaoten. 24 Stunden am Tag. Gerichte müssen noch entscheiden. Doch um Verbote scheren sich die Krawallmacher und Krawallmacherinnen.